Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Spider-Doof. Ja, wir schwingen hier durch die Scheiß. Nee, das macht keinen Spaß mit dir. Schwingen hier durch die Scheiß-City und was wir jetzt machen, ich habe noch keine Ahnung. Ich hatte eben heute nicht viel Zeit zum Aufnehmen, nur eine Folge liegt drin. Das ist schade, da kann ich nicht groß eine Mission anfangen. Würde ich sagen, machen wir mal kleine Nebenmissionen. Für unsere Gunst ja auch ein bisschen hochzuhalten, dass wir das nachher nicht mehr so müssen. Was ist das hier vorne eigentlich? Mal sehen, ob ich Ihre Informationen fotografieren kann. Ihre Informationen. Ja, wo ist denn hier eine Information? Hallo, Mr. Busch. Foto machen. Das gehört in einen Rahmen. Nee, irgendwie nicht so, ne? Die ist ein bisschen hässlich, die wenn ich nicht im Rahmen. Sehr interessant. Ne, irgendwie nicht so. Nö, überhaupt nicht. Oh, eben Heldenstufe. Anschnallen bitte. Jetzt geht's Heldenstufe ab. 1, das ist nicht gerade das Beste. Da müssen wir schon ein bisschen Arbeit leisten. Weil sonst müssen wir da nachher früher oder später wieder. Ah! Wo ich denn jetzt fahre ich euch? Ja. Ja, da gehen wir doch mal rauf. Und dann machen wir da mal eine Mission. Schnell. Miau, miau, miau. Spider-Man sitzt hier gemütlich drauf. Ja. Ich möchte gerne dahin. Okay, dann machst du halt gleich direkt das. Da finde ich alles schon in Ordnung. Weißt du was? Du bist durch die Fahrprüfung gefallen. Oh mein Gott, da habe ich niedergeschossen, nur weil ich so dumm war. So, und jetzt. Hallo. Hallo. Alter, bin ich dumm? Bin ich dummer so? Ey, guck mal. Hier ist. Hier bin ich. Alter! Bin ich scheiße, ey. Du kommst nicht mehr hin. Spider-Man, du bist einfach scheiße. So, die Prügel. Komm, du kommst jetzt hier raus. Ah. So, tschüss. Oh, der wird sowas von töten, ey. Das ist so brutal. So, du kommst jetzt erstmal. So, du kommst jetzt mit mir. Hier. Komm. Alter, das ist ein Drecksau. Da gehe ich noch von dir rüber. So, und jetzt kommst du hier raus. Moment. Ah. Schön ein Dschungelmesser. Und tschüss. Ey, die wird alles sowas von töten, ey. Das ist so brutal. So, jetzt kommst du hinter die Vorhaut dran halten sie nicht mal einen Fuß. Das sind solche dummen Leute. Ui. Und immer die gleichen. Ja, so schnell geht es. Lecker essen. Die Polizei noch im Stau steckte. Schwang sich Spider-Man nach vorn und stoppte das flüchtige Auto. Also ganz so sieht das nicht aus. Die hier machen Fotomanipulation. Ne, Fotomanipulation. Ich kann es nicht aussprechen, ach, leck mich doch. Ja, komm, geh mal rüber. Gut gemacht, Spider-Man. Gut gemacht. Ja, nee, ne? Ich bin halt gut. Oh, das ist ganz rot. Gerade als du glaubtest, ich könnte gar nicht mehr besser werden. Ja, genau, du doofer arroganter Sack. Jetzt gehen wir erstmal wieder prügeln. Ja, ein Bus oder so. Gehen wir hier. Verfügbare Einheiten bitte auf Unruhestiftung reagieren. Verdächtige könnten bewaffnet sein. Du bist paranoid. Außerdem stehe ich nicht auf dicke Frauen. La 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 la. Ja, logisch, macht das Spaß, vor allem aber nicht mit dir. So ein Diablo macht Spaß, aber hier irgendwie nicht so. Ein bisschen undynamisch hier, wie er springt, wie er lebt, wie er läuft. Ja, schöner Kombozähler. Also dabei. Ich wäre fast gestorben. Halt die Fresse, Spider-Man. Also ungefähr bei 20% habe ich nichts mehr gedruckt. Nur so meiner Verteidigung. Ladenbesitzer lobten Spider-Man.
der nicht nur Verbrechen bekämpfe, sondern auch die Wirtschaft fördere. Wo? Wo fördert er die Wirtschaft? Am Arsch hinten fördert er die Wirtschaft. Doch, es braucht mehr Waffen. Da fördert er die Wirtschaft, um diese Sau abzuknallen hier. Und nicht mal seinen Anzug kann er reparieren. Geht nicht mal lang, dann läuft er nackig hier rum. Und dann muss ich anfangen, meine Videos zu zensieren. Und das geht dann gar nicht. Was willst du? Ein Kind willst du von mir? Komm, kann man machen. Ist kein Ding. Bin ich dabei. Ich würde ja gerne ein Foto von Detective DeWolfs Beweisen machen. Schon wieder die? Die ist aber hier beschäftigt, ne? Hallo, Kleine. Gutes Foto. Sind wir die gleiche? Ich spioniere guten Polizisten ja ungern nach, aber es muss sein. Autoaufzeichnung abspielen. Da ist wieder eins dringend. Dann gehen wir das auch machen. Ich muss mir eine andere Route suchen. Nee, muss ich mir nicht. Und jetzt, komm, schleuder mal ein bisschen. So, und jetzt komm. Alter, bist du scheiße. Die hast jetzt verschissen. Immer großartig, aber manchmal bin ich besonders großartig. Die Arroganz hier, die ist ja zum Kotzen. So. Komm. Beide, du schwingst einfach scheiße. Was ist das? Ich bin schon unterwegs, meine lieben Leute. Und ich hoffe, ich kann mal normal klettern. Ja, los, und da gehe ich jetzt hin. So, wo geht's jetzt hin? Wer ist umzingelt? Irgendwie riecht es hier nach Bull. Warte, was? Das ist ein Desaster. Zeit, dass ich es beende. LB, der ist ein Scharfschütze. Scharfschütze mag ich nicht. Sag doch wenigstens einen coolen Spruch. Sowas wie, ich verfluche dich, Spider-Man. Da stehe ich drauf. Bist du lustig, Spider-Man? Und der hinten merkt nicht mal. Von solchen Triumphen macht der Daily Bugle natürlich nie Bilder. Ich glaube, der hat das gar nicht richtig geschnallt. Okay. Was war das für ein Move? Hier drüben. Ja, hier drüben, ich bin hier. Lass den Kopf nicht hängen. Du bist einfach nicht so gut. Lass mich jetzt, ich möchte gerne von der Kante schubsen. Oh, voll in die Fresse und dem jetzt. Wer ist noch da? Luftboxen. Was nimmst du mit mir? Jeder teilt einen Kaffee? Nicht mit dir. Okay. Nee, wirklich? Du hast mich. Wer hätte gedacht? Ich greife jetzt ihn direkt an. So, los! Spider-Man, mach Tackle! Einmal, da habe ich gegen einen echten Versager gekämpft. War aber immer noch besser als du. Was ist das? Oh, die habe ich jetzt erwischt, du kleine Sau. Also, was ich wusste, ist, dass man im Spider-Man 2 auf der PS2 die Leute fesseln konnte, die dann auch an irgendwie Masten hangen konnte. Das konnte man hier dann, kann man hier nicht. Ja, schwer ist er, ein Verbrecher. Naja, ich weiß nicht ganz. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Gucken mal Lageübersicht, wo ist er denn? Hallo, wo bist du? Fertig mit Schwabbelarsch. Drüben? Oh mein Gott, Spider-Man, was machst du? Kraft folgt großer Verantwortung. Das darf ich nicht vergessen. Alter, wo bin ich hier?
Tanzparty. Nun, seismische Explosion trifft es eher. Bam, 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 bam. Deshalb nennen sie mich erstaunlich. Nee, sie nennen dich nicht erstaunlich, sie nennen sich amazing. Das ist ein Unterschied, mein kleiner Dummdödel. Wer ich auch nicht mag, ist der da oben. Der mag ich auch nicht ganz. Auch ein kleiner Wichser. So, welcher steht denn noch von euch? Du? Nee, der steht noch. Okay, du hast mich überzeugt. Kämpfen wir. Ich glaube, der ist K.O. Ich hatte wirklich Angst, dass mich jemand mit euch sieht. Spider-Man, deine Sprüche sind lahm. Ich sag's ungern, ist aber so. Spider-Man wird als Held betitelt, seit er einen Schusswechsel im Wild-West-Stil auf den Straßen New Yorks beendet hat. Sollen die doch einander killen? Habe ich weniger Arbeit. Wäre das sowieso nicht bezahlt dafür. Ja, Heldentat. Also habe ich halt in Stufe 3, ne? Ja, schon geil. Was bedeutet das M? Ich weiß es nicht, und dann bin ich jetzt auf der Spur. Wee. M, aber es bewegt sich. Ah. Das ist in das Haus. Ich will nicht nach Hause gehen. Oh, da ist wieder was, der am Blinken, ne? Da macht sie ja nichts anderes als das ganze Blink-Scheiße. Da läuft sowieso kurz ab, bevor du da bist. So ist es, das Blinke. Wo ist das Blinkkuchen? Will ich doch gar nicht. Hier, jemand hat eine Bombe gelegt. Die legt die Bombe. Das ist eine Sau. Das Gebiet kontrollieren. Vielleicht spüre ich etwas. Ja, ich spüre nichts. Wenn ich sie nicht entschärfen kann, versenke ich sie. Du probierst es ja nicht mal, du Vollpfosten. Ne? Keine Zeit zu verlieren. Ja, die Bombe tickt, Spidey. Du musst ein bisschen schneller schwingen hier. Jetzt geht's ab. Dank mir nur nicht alle gleichzeitig. Ja, die Bombe wird schon lange explodieren, ne? Ja, jetzt fühlt sich besser, ne? Experten zufolge war die Bombe mit einer Sprengfalle versehen. Spider-Man hat also nicht nur Zivilisten, sondern auch den Bombenräumdienst gerettet. Oh mein Gott. Spider-Man, du bist ja richtig scheiße. Neue Helden, ja, eine super Heldentat. Heldenstufe 3, mehr geht gar nicht, oder was? Oh, jetzt ist da schon wieder rot. Dann mache ich jetzt noch die ollen Bastarde hier. Immer wollen sie prügeln. Warum entdeckt ihr dann nicht einfach? Was ist Hallo? Das muss echt. Ey, pass gut auf. Ich mach das kein zweites Mal nur für dich. Doch, machst du. Du machst alles für mich. Denn ich steuere dich. Boah, jetzt hat er mich erst gesehen. Sehr schlecht. Voll der Nube. Das war's? Fühlt sich immer gut an, den Müll rauszubringen. Nee, nee, nicht so, nee, nee. Mm-mm. Überhaupt nicht, finde ich jetzt gar nicht. Spider-Man lügt. Wieder hat Spider-Man bewiesen, dass kein Verbrechen zu klein ist, um ihn zu interessieren. Doch. Das ist zu klein. Guck dir da mal an, 4 Leute, für was brauchst du mich? Und dann setzt man mich noch unter Zeitdruck, indem man das Ding zum Leuchten bringt. Die größte Schande überhaupt. Oh, noch eine Bombe. Ja, jetzt das Letzte, was ich für heute nicht mache. Weil ich kack mich an. Weil der Mann ist einfach scheiße. Hier kannst du nicht mal im Spiel in die rumgehen, ohne dass du die ganze Zeit die gleich scheiße Sache machen musst. Weil kein Schwein interessiert. Und dann siehst du nicht mal mehr, was blinkt. Oh mein Gott. Ja, nur weil ich schneller unterwegs bin, musst du nicht die Karte kleiner machen, du Scheißspiel. Also in dem ist das Spiel richtig scheiße.
Oh, komm, 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 kaum als das eine kommt schon das nächste wieder. Hey. Es wurde ein versuchter Einbruch gemeldet. Ja, immer und immer wieder. Hallo. Hallo, Halli, hallo, Halli, hallo, Halli, hallo. Ja, doch. Hat er erzählt, dass du alles werden kannst, was du willst? Da lag sie mächtig daneben. Ach, die haben mich noch nicht mal gesehen. Und als Moment, ich komme gleich zu dir und dann gibt's Gebab die Slashie. La 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 la, der Pizza-Lieferdienst ist da. La la la. Mann, war ich heute in Topform. Hey, bewusstloser Bösewicht. War ich in Topform oder was? Ich fühle mich schon fast wie ein Rüpel. Du bist ein scheiß Rüpel. Beweist wieder einmal, warum sie ihn die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nennen. Und wieder so ein Scheißbild. Guck dir das an. Guck dir das genau an. So ein Scheißbild wieder. Die benutzen immer die gleichen Bilder. Ich ruf da an und beschwer mich beim Bugle Channel. Die mögen mich nicht. Und ich mag mich selber nicht. Aber trotzdem. Ist doch kein Grund. Nur weil ich eine Spinne bin. Und ich scheiß aussehe und mein Anzug voll verbogen ist. Okay, gut, noch ein. Ah, die Bombe, ja, komm, die Bombe machen wir noch. Aber aus Ausnahme, starke Ausnahme. Ich muss jetzt wieder mal rausfinden. Hey Spidey, diesen pensionierten Kopf hast du für dich gewonnen. Wie ist das bei der Sinn? Ja, genau. Ich weiß doch das nicht mehr. Okay, wo ist sie? Wenn ich in die Nähe dieser Bombe komme, spüre ich sie bestimmt. Wo war die denn? Weiß nicht mehr, wie man das beides hin aktiviert. Weil ich so doof bin. Ja, wo ist sie denn? Keine Zeit zu verlieren. Ich muss sie irgendwo ins Wasser werfen. Okay. Dann hoch mit dir. So, alt, okay. Ach, da das noch, muss es noch eine spezielle Stelle sein. Nicht irgendwo am Wasser. Nein! Speziell muss sie sein. Feuerwerk zum Schluss hier von diesem Paar. Langweilig. Spider-Man reagierte schnell und beförderte die Bombe in den Hudson River, wodurch er unzählige Leben rettete. Zwei Leben habe ich gerettet. Und es ist immer die gleiche, ich wäre hilfetten. Die setzt die Bombe. Sonst niemand. Wäre sonst unlogisch, weil die ist immer da. Aha. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden hier diesen Part. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn die Scheißspinne unterwegs ist und ihr Anzug noch zerfetzt auseinanderfällt. Das könnte den Frauen dann gefallen. Und, ja. Bis dann. Tschüss, Kowski. Tschüss.